Der TVA begann ohne den verletzten Franz Schallmoser, der sich im Training einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Für ihn stand Andreas Schneider in der Startelf. Bereits nach 6 Minuten ging der Gast aus Mühldorf durch Tim Schwedes in Führung. Einen Spielzug über rechts legte Tim Bauernschuster auf die 16er Linie zurück. Schwedes nahm den Ball direkt und versenkte ihn unhaltbar für Keeper Ring im linken unteren Eck. In der 18. Minute trat Zolt Ludascher einen Freistoß von rechts aufs Tor. Sascha Seehuber verlängerte den Ball mit dem Kopf, jedoch fand dieser keinen Abnehmer. In der 26. Minute der Ausgleich für den TVA. Nach einer schönen Kombination über Maximilian Göldl und Nino Dingel kam Torjäger Seehuber an den Ball und dieser schiebt überlegt am neuen Mühldorfer Keeper Robert Ecker vorbei. Die erste nennenswerte Aktion bat sich den Zuschauern dann erst wieder nach dem Wiederanpfiff. Nach einem langen Freistoß war die Aldöttinger Defensive unsortiert und Mühldorfs Kapitän Tim Bauernschuster nutzte dies zum 1:2 für die Gäste. In der 51. Minute dann fast der Ausgleich für den TVA. Sascha Seehuber trat eine Ecke von links gefährlich vor den Mühldorfer Kasten und Nino Dingel schaffte es irgendwie, den Ball aus 2 Metern über das Tor zu befördern. In der Schlussphase ging es hin und her und es wurde härter. Jedoch brachten die letzten Minuten fast keine Torchancen mehr ein. Lediglich Routinier Zolt Ludascher versuchte es noch aus aussichtsreicher Position, sein Schuss ging aber knapp links am Tor vorbei. Als der TVA in der Nachspielzeit noch einen Freistoß an der Mittellinie zugesprochen bekam, pfiff Schiedsrichter Jürgen Eder zur Verwunderung aller Zuschauer aber ab. Markus Wörfel, Trainer vom TVA, war trotzdem zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Na gut, war natürlich der erwartet schwere Gegner. Wir haben in der letzten Saison, sind wir zweimal ganz schön untergegangen gegen Mühldorf. Und ich glaube, heute brauchen wir uns nicht schämen für die Niederlage. Mühldorf spielt mit Sicherheit in der Kreisklasse ganz vorn mit. Und mit der Leistung von heute, in der restlichen Saison, wenn wir das schaffen, sind wir mehr ganz vorn dabei. Unter den ersten 3, bin ich mir sicher. Der Trainer vom FC Mühldorf, Jens Kern, war sehr glücklich nach dem Sieg. Ja, das war das erwartet schwere und hart umkämpfte Spiel. Wir hatten vor der Saison den Altötinger schon auf der Karte gehabt als Mitfavoriten. Ist klar, wir haben dieses Jahr eine Marschrichtung, die geht nach oben. Da wollen wir unbedingt hoch in die Kreisliga. Aber dass uns hier die Mannschaften in der Kreisklasse 3 nichts schenken, das hat man heute gesehen. Jens Kern sah als Schlüsselszene das 2:1 für sein Team. Genau, also wir haben einen Wechsel vorgenommen in der zweiten Halbzeit. Wir haben einen Tim Schwedes auf die 6 und einen Tim Bauernschuster mit seiner Schnelligkeit auf die 10. Und das war eben die entscheidende Situation. Wie Sie sagen, eine Unachtsamkeit von der Altöttinger, schnell ausgeführter Freistoß. Und im Konter eben Bauernschuster seine Geschwindigkeit ausgenutzt, Konter gesetzt und das 2:1 gemacht. Beide Mannschaften wollen ganz oben in der Saison mitspielen. Aufstieg, direkt. Ganz klar vorne mitspielen. Wir wollen unter die ersten 2 kommen.